Steins. Von den Wolfspitzen und die Großspitzen der Farbe Weiß. Gefolgt von den schwarzen Großspitzen. The Book American Anita. Wieder mit dabei. Soloquinto Grande. That's a large size. Und ein weiteres. Another Soloquinto Grande. And that's the last group from Group 5. Meine sehr verehrten Damen und Herren, falls Sie die Gelegenheit haben und so eine Soloquinto einmal hier von der Nähe bewundern zu dürfen, greifen Sie diese Hunde an. Sie haben eine wunderbar weiche Haut. Eine sehr, sehr alte Nackthunderasse, also keine Erfindung der Neuzeit, wo einem Hundezüchter mal eingefallen ist, einen Nackthund zu züchten. Nein, jeder Kontinent oder sagen wir fast jeder Kontinent verfügt oder verfügte früher über eine Nackthunderasse. Also wirklich sehr, sehr alte Hunderassen, die Nackthunde. Ja, in der engeren Wahl sind jetzt mal die American Akita, die Samoyeden und die sibirischen Huskies und die Alaskan Malamutes. Von allen anderen dürfen wir uns verabschieden. And then leaving the group of Norbotten Spitz, the Wolfspitz. The Großspitz. Very shortly, group 9. Now we have all the finalists. First the Bearded Collies and the Vash Corgi Pembroke, the Group 8. Diese natürlich ihren Applaus. Alaskan Malamutes. Of course, with a real leader, as you can see. The Siberian Husky group. Nice to hear some reaction, of course. What do you think about a Samoyed group? You get tired. A hand for the Nietzsche. Ja, auch an Sie den allerherzlichsten Dank. Sie haben heute schon viele. The runner-ups came from Denmark. And the winners came all the way through from Canada. Ja, und endlich haben wir Österreicher auch den heiß begehrten Stoppelplatz ergattert. Die deutschen Schäferhunde, die Zuchtgruppe der deutschen Schäferhunde. Das sind die ersten, die bei dieser Welthundeausstellung auf das Podest springen durften. Also,